Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Eigentlich geht es ja hier um Magazin-Armbrüste, aber heute geht es mal um was anderes. Und wenn du das sehen willst, dann bleib dran. Worum geht's denn heute? Heute möchte ich euch von meinem Urlaub erzählen. Und ja, der war nicht ganz so erholsam, wie ich es mir erhofft hatte, aber dafür sehr cool. Und auch ein echtes Abenteuer. Der Grund, warum es dieses Video jetzt gibt, ist, weil der Reini Rossmann ein Video gemacht hat, vor ein paar Tagen, und noch vor 2 Wochen hätte es mir richtig den Arsch gerettet. Jetzt ist es leider erst jetzt online, aber so ist das. Und damit niemand den gleichen Fehler wie ich auch mache, erzähle ich nochmal von meinen Erfahrungen. Wir sind so gegen 3 Uhr gestartet, eigentlich wollten wir viel, viel früher starten, aber ich musste noch ganz dringend die Stinger einschießen für den nächsten Tag. Und deswegen hat sich das ein bisschen in die Länge gezogen. Aber gut, ist ja eigentlich noch Sommer, oder? Ist ja noch sehr sommerlich warm. Ja, und wir hatten dann gewandert und gewandert. Es war ein Rundweg von ungefähr 12 Kilometern. Die App Bergfex hat diese Wanderung als leicht eingeschätzt und eine Vorstellung von ungefähr 3 Stunden gegeben. 3 Stunden, dann sind wir bei 6 Uhr, alles Jod. So, wir sind dann also losgewandert und haben uns erstmal verlaufen. Sind eine halbe Stunde lang in die falsche Richtung gelaufen. Diese halbe Stunde sind wir dann auch nochmal zurückgegangen. Und dadurch hatten wir jetzt schon 1 Stunde verloren. Das war uns zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst. Und dann sind wir immer weiter gewandert und hatten uns schon wieder verlaufen. Diesmal nicht ganz so lange, diesmal waren es nur 20 Minuten. Aber auch das sind natürlich mit hin und zurück dann ganze 40 Minuten. Wir waren jetzt also schon 1 Stunde und 40 Minuten im Minus. Die Zeit hat jetzt gegen uns gespielt. Aber ich habe doch meiner Freundin versprochen, dass es auf jeden Fall ein Wiener Schnitzel gibt. Auch vor allem. Wir sind also weitergewandert, sind dann tatsächlich bei der Alm angekommen. Es war auch wirklich sehr toll. War auch wirklich toll. Ich habe ein leckeres Wiener Schnitzel gegessen oder ein Schnitzel Wiener Art. Es war wirklich gut und eine tolle Pause, um die Kräfte wiederherzustellen. Und während wir da so sitzen und unser Bierchen trinken, geht die Sonne unter. Und die App sagt, uns fehlen nur noch 500 Meter. Also, alles gut. Die 500 Meter gehen wir auch in Dämmerung. Ja, es war jetzt sehr gemütlich und wir sind dann doch länger geblieben als geplant. Auch ging das mit der Rechnung nicht so fix. Ich wollte jetzt aber auch die Dame auf dem Berg nicht stressen. War ja unsere Schuld, dass wir so spät gekommen sind. Dementsprechend wurde es recht spät und wir sind dann erst dann aufgebrochen, als die Dämmerung schon fast zu Ende war und es wirklich, wirklich dunkel war. Zum Glück habe ich mein EDC-Bag dabei gehabt und hier habe ich auch eine Taschenlampe von Olight. Und die ist echt gut. Die ist auch sauhell. Und die kann sogar das hier. Gut, das hilft jetzt beim Wandern nicht. Aber der Lowlight-Modus war ganz gut, weil so konnten wir echt lange viel leuchten und viel sehen. Noch ein Knicklicht für jeden, damit wir nicht verloren gehen. Und jeder eine Taschenlampe. Dann ging die Wanderung also in die 2. Runde, diesmal im Stockdunkeln. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Wanderung in Österreich gemacht habt. Aber auch in Bayern ist das üblich, dass man öfters mal über die Kuhwiesen geht. Und das ist dann gar nicht so unbedingt ersichtlich als Weg. Und deshalb haben wir auch einfach mal eine halbe Stunde gebraucht, um überhaupt herauszufinden, wo ab der Alm der Weg jetzt überhaupt weitergeht. Wir haben es dann endlich herausgefunden und konnten dann auch endlich den Weg antreten. Aber es wurde so ein bisschen mulmig, als wir dann gesehen haben, wie viele große Kühe da liegen. Direkt auf unserem Weg. Und die wollen schlafen. Wir haben die jetzt natürlich mit den Taschenlampen beim Schlafen gestört. Naja, alles gut gegangen, aber dann, wir hatten jetzt also jeder eine kleine Taschenlampe mit jeweils ein bisschen Licht. Unser Weg geht steil bergab, aber richtig steil bergab. Im Grunde eine kleine in Stein geschlagene Treppe, ungefähr so breit. Links von uns Abgrund, rechts von uns Felswand nach oben. War jetzt nicht so geil. Hier und da hört man ein Tier, nicht schlimm, aber dieser Blick nach unten, das war schlimm. Und wenn man mal daneben getreten ist, wurde es echt gruselig. Zum Glück gab es an der einen Seite ein Seil zum Festhalten, aber ich muss sagen, das war selbst mir zu viel Abenteuer. Vor allem war es dann so, dass das GPS von meiner App ein bisschen gesponnen hat und uns teilweise wirklich auf komplett falsche Wege geführt hat. Oder zum Teil dachten wir auch, wir sind auf dem falschen Weg, weil es eigentlich nur ein Trampelpfad war. Aber tatsächlich war das dann doch der offizielle Weg. Wir haben für dieses restliche Stück, wo die App uns eigentlich gesagt hat, dass wir noch ungefähr eine halbe Stunde brauchen, haben wir tatsächlich 3 Stunden gebraucht. Aber das war halt auch, weil wir uns vorher verlaufen hatten und natürlich, weil man bei
solchen Lichtverhältnissen nicht mehr schnell unterwegs ist. Meine Freundin war dann auch kurz davor, in Panik zu verfallen. Ich persönlich muss sagen, ich hatte auch teilweise wirklich meine Sorge, dass wir das Auto wiederfinden. Wir hatten Google Maps, Apple Karten und Bergfax benutzt. Und alle drei Apps haben uns tatsächlich unterschiedliche Wege und unterschiedliche Standpunkte genannt. Wir waren also maximal verwirrt, irgendwo auf einem Berg. Und ich musste mich wirklich zwingen, Ruhe zu bewahren, habe mir nichts anmerken lassen. Und nur deswegen haben wir es dann tatsächlich nach 3,5 Stunden geschafft, das Auto wiederzufinden. Ja, aber wer jetzt denkt, dass es das schon war? Nee, das wäre ja viel zu einfach gewesen. Wir waren dann also oben auf diesem Berg. Ich meine, Österreicher sind es wahrscheinlich gewöhnt. Aber ich als halbes Stadtkind, gut, in der Eifel gibt es auch Berge, aber nicht solche Wege. Ich starte das Auto und es war kein Sprit mehr drin. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass mein Auto irgendwie schief geparkt war am Hang und dadurch irgendwie der Sensor den Tank nicht gesehen hat. Keine Ahnung. Mein Auto hat mir auf jeden Fall gesagt, ich habe keine Reichweite mehr. Ich muss jetzt tanken. Und wir hatten jetzt natürlich auch schon recht spät. Die meisten Tankstellen hatten also zu. Ich habe den Motor angemacht für die Servolenkung, habe ein bisschen Gas gegeben und sobald es angefangen hat zu rollen, habe ich rollen gelassen und nur noch gebremst. War ein Höllenritt, sage ich euch. Natürlich habe ich die Tempolimits nicht überschritten, die dort galten. Ja, und dann find jetzt mal eine Tankstelle, die jetzt noch offen hat. Ich habe da ein paar abtelefoniert, weil bei Google Maps wurde mir leider nicht angezeigt, welche offen hat und welche nicht. Psst. Ich habe dann endlich jemanden erreicht, der hatte dann aber auch schon zu, hatte aber meine Geschichte gehört und wollte mir auf jeden Fall helfen und meinte, er sperrt für mich auf, hat mir dann aber noch schnell den Hinweis gegeben, dass er nur Bargeld nimmt. Und ich hatte kein Bargeld mehr. Ein sehr, sehr spannender Weg und wir sind wirklich mit stotterndem Motor auf die Tankstelle draufgerollt und konnten dann tatsächlich bei einer Tankstelle, wo man auch nachts mit Karte zahlen kann, tanken. Endlich geschafft, oder? Nein. Alles wieder entspannt. Wir sind natürlich total im Arsch, weil uns echt kalt ist. Wir sind durchnässt. Eigentlich ist da 70, aber ich hatte irgendwie es im Urin, dass da gleich irgendwas kommt. Dann ziemlich lauten Bums gegeben. Wir hatten tatsächlich ein Reh erwischt. Auto geparkt, Warndreieck aufgestellt, das ganze Auto zerballert. Ja, und dieses Tier liegt da und hechelt. Und es ist absehbar, dass dieses Tier es nicht schaffen wird. Und was macht man jetzt? Aus Filmen habe ich gelernt, dass man da jetzt wie so ein cooler Cowboy einfach drauf tritt. Einmal den Fuß dreht, dann daneben spuckt und dann sagt, Gott hab ihn selig. In Österreich darf man das nicht. Also Polizei gerufen, Jäger informiert, mit auf die Wache gekommen, Unfallbericht, pipapo. Das war ein echter Chaostag. Und das Beste, ich musste natürlich am nächsten Tag super früh morgens schon bei Wien sein. Mit perfekt eingeschossener Stinger, weil wir da was vorhatten. Aber was wir da vorhatten, das erfährst du später einmal. Vielleicht schon nächste Woche, vielleicht auch erst übernächste Woche. Und vielleicht auch erst in 3 Wochen. Ich hoffe natürlich, dass es sehr viel schneller geht. Aber das liegt nicht in meiner Hand, denn ich bin nicht alleine. Wir haben da ein riesengroßes Projekt am Start und es wird richtig cool. Und das war auch der eigentliche Grund der Reise. Aber durch dieses ganze Hin und Her war es natürlich jetzt ein richtiger Abenteuerurlaub geworden. Ja, und seitdem habe ich jetzt einen Leihwagen. Und die Moral von der Geschichte ist ganz klar, Leute, unterschätzt den Herbst nicht. Es wird nun mal viel, viel, viel früher dunkler, als man das so gewöhnt ist im Sommer. Und auch wenn die Temperaturen noch schön angenehm sind, die Sonne juckt das nicht. Die Sonne ist dann einfach weg. Und wenn ich meine OLED nicht dabei gehabt hätte, wären wir komplett aufgeschmissen gewesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch keine Taschenlampe mit sich führen. Vielleicht denkt man da jetzt in Zukunft ein bisschen drüber nach. Weil es kann natürlich auch im Alltag sein, dass einfach mal das Licht weg ist. Eine Taschenlampe ist für mich wirklich das absolut wichtigste Gadget in meinem EDC und ist deshalb auch jederzeit erreichbar. Ich mache das nur auf, habe hier die Taschenlampe, die hängt an einem Magneten dran. Ich kann sie nehmen und auch direkt wieder da platzieren. Und im Falle eines Falles kann man mit diesem wunderschönen Kranz auch Plätzchen ausstechen. Oder so. Ja. Also, klare Empfehlung von mir für die Olight Warrior 3. Ist übrigens nicht gesponsert. Selber gekauft und auch selber verkratzt und verschlissen. Und auch diese Tasche kann ich euch absolut empfehlen. Die hat hier auch eine Klettfläche, wo ich jetzt gerade mein Operation Reset Patch dran habe vom VDW. Mitmachen, ist unten verlinkt. Und die Tasche selbst ist von Centauron. Auch die ist verlinkt.
Ja, und ich finde die echt nicht nur praktisch, sondern auch einfach schick. Und die Klettfläche ist das i-Tüpfelchen. Wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat dir gefallen, auch wenn es mal heute überhaupt nichts mit Bogensport zu tun hat. Aber es hat was mit dem Reini zu tun und der Reini hat was mit dem Bogensport zu tun. Und am nächsten Tag hatte ich dann ja auch viel Bogensport. Also hat es theoretisch schon was mit Bogensport zu tun. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, ob du in Zukunft gerne weitere solche Videos haben möchtest. Also ein, ja, Off-Topic-Video, wo ich irgendwas erzähle, was nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun hat, aber vielleicht interessant ist. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich auch nichts anderes mehr übrig, als mich bei dir zu bedanken fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch nächste Woche hier bist. Hier bei Mag. Modern Archery German. Ja, und jetzt passend zum Oliv kommt die olivfarbene Stinger mit den olivfarbenen Pfeilen. Nee, die nutzen wir nicht. Die zerschneiden wir die Scheibe. Wir nutzen die ganz normalen Übungsspitzen. Weil es das Metallmagazin ist, nehmen wir hier 6 Pfeile rein, nicht 5, weil beim Metallmagazin der 6. Pfeil kein Präzisionsproblem ist. So, 90 Pfund. So, und einen haben wir noch. Wunderschön. Ja, ach, wir haben noch immer einen. Sind ja 6, mein Gott. Also das mit den 6 Pfeilen, das muss ich mir echt noch antrainieren. Ich habe einfach die letzten Jahre immer mit 5 geübt. Und das ist so in meinem Kopf halt drin. Und jetzt, ciao.